Aus den Händen von Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck hat der 90-jährige Künstler Jürgen Böttcher alias Strawalde den Jelk-Radgib-Preis in Empfang genommen. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung ehrt alle 4 Jahre das Lebenswerk eines Künstlers, das im Falle von Strawalde eine Zeitspanne von mehr als 70 Jahren umfasst. Und damit sieht sich der in Sachsen geborene Preisträger, der sein Pseudonym einem Ort seiner Kindheit verdankt, noch lange nicht am Ende. Einen Eindruck gibt es derzeit im Reutlinger Kunstmuseum in der Ausstellung Strawalde – Hunger nach Bildern.